Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Warum die Außerirdischen auf die Erde kommen? Der neuntdimensionale Arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 4. April 2024. Übersetzt von Wolfgang. Wir sind der Arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir beobachten euch schon sehr lange und fühlen uns sehr mit euch verbunden. Wir bemerken, wenn ihr eure Herzen mehr füreinander öffnet, und wir können sagen, dass das in diesem Moment der Fall ist. In vielen Fällen wurden eure Herzen durch die negativen Nachrichten, die in der Welt verbreitet werden, geöffnet. Ihr habt heute so viel mehr Mitgefühl für eure Mitmenschen in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten als jemals zuvor. Und das liegt an eurem technologischen Informationszeitalter. Das bedeutet, dass ihr als Weltgemeinschaft mehr zusammenkommt als je zuvor, und das öffnet euch so sehr für einen vollständigen und offenen außerirdischen Kontakt. Jemanden, der Ozeane von euch entfernt lebt, als euer Gegenüber, als euren Mitschöpfer, als euren Freund zu sehen, bringt euch auf eine sehr reale Weise zusammen und gibt euch einen Vorgeschmack auf das Einheitsbewusstsein, nach dem jeder Einzelne von uns strebt, ob wir es wissen oder nicht. Deshalb dürft ihr euch von den Konflikten auf dem Planeten nicht unterkriegen lassen und auch nicht von den schlechten Nachrichten, die euch erreichen, entmutigen lassen oder den Weg der Negativität einschlagen, der besagt, dass die Menschheit offensichtlich auf dem falschen Weg ist. Ihr müsst zulassen, dass das Mitgefühl und die Offenherzigkeit ihre Wirkung entfalten, denn das werden sie. Ihr seid ein Mikrokosmos der Menschheit und deshalb könnt ihr euch selbst als Indikator dafür betrachten, wie weit die Menschheit ist, und ihr könnt eure spirituelle Entwicklung erkennen. Ihr könnt euch selbst als Individuum anerkennen und erkennen, dass ihr euch spirituell nicht in einem Vakuum entwickelt habt. Ihr habt euch spirituell weiterentwickelt, während ihr Teil eines menschlichen Kollektivs wart, und ihr tragt mit all euren Gebeten, euren guten Gedanken, euren guten Absichten und eurer Meditation zu diesem menschlichen Kollektiv bei. Wenn ihr in euren Herzen Mitgefühl für das Leid anderer habt, ist das ein Zeichen für eure spirituelle Entwicklung und ein Zeichen für die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit, und ihr könnt sicher sein, dass die Außerirdischen in den Schiffen am Himmel das bemerken. Sie tun es und wir tun es, und ihr habt so viel Gnade wegen dieses Mitgefühls, wegen der guten Absichten und der Gebete. Aufgrund des Chaos und der katastrophalen Ereignisse kommt so viel Hilfe auf euch als Kollektiv zu. Deshalb müsst ihr euch als erwachtes Kollektiv öffnen, um all die Hilfe, den guten Willen und die positive Energie, die auf euch zukommt, zu empfangen und in eurem Kollektiv zu verankern. Auf diese Weise fördert ihr die Sache des vollständigen und offenen außerirdischen Kontakts, und wir sind sehr stolz auf jeden Einzelnen von euch, der dies tut. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Ihr Lieben, Michelle bietet einmal im Monat einen kostenlosen Breathwork-Workshop an und am Freitag ist es wieder soweit. Viel Freude dabei. Liebe Grüße, euer Wolfgang.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.